die eine hier 3 Stunden 47. Ja, nee. Da hat Giro wie richtig entschieden. Die Missionen sind nicht wichtig. Also, ja. Steigern keine Panik, weil es abgeschossen ist. Es ist allerdings alles gut. Es wurde allerdings angemerkt, dass ich das Schiff erforschen könnte. I appreciate your efforts to support the research team, Commander. I've already put the new recruits to work in the lab. Nee, der Kommentar hat leider Unrecht. Also, es wurde geschrieben, dass ich das eine Terrorschiff schon längst erforschen kann, aber das kann ich noch gar nicht. Nee, Goodie, bin einfach ignoriert. Ja. Ich brauche unbedingt neue Rekruten. Mhm. Ein Abductor, den werde ich nicht ab. Das ist ein Ladeschiff, ne? Moment mal. Bei einer Abduction-Mission sind so 20 bis 25 Gegner meistens um den Dreh. Das heißt, es können nur 20 bis 25 in dem UFO hier drin sein. Also wenn ich es abschieße, habe ich noch weniger Gegner. Also eine schnellere Mission. Richtig? Und da wir hier unten die Flugzeuge nie nutzen und Flugzeuge selber auch gar nicht mehr so toll sind, halte ich mal mit 1, 2 drauf und gucke, ob ich das vielleicht zum Absturz bringen kann. Enemy is padlocked. Weil ich glaube, die Abductor haben nicht so viel Feuerkraft, oder? We lost the bubble. Du darfst landen. Ist alles gut. Commander. We've picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hollow globe. Herrlich. Okay. Rally darf Anführer machen. Tuldo kommt mit, weil er nur noch 1-2 Missionen braucht. In seinem sexy Spandex-Outfit. Dann Sniper. Ruhig 1-2, nicht ganz ruhig. Hier Wolfram als Badabum. Shooters als extra Schaden. Ich bräuchte noch einen Rocketeer. Ich bräuchte noch einen Scout. Dumbledore darf als Scout mit. Starfarer als Rocketeer. Ein Slot haben wir noch. Ja, es wurde auch schon in den Kommentaren erwähnt. Souls habe ich echt nicht mehr so viele. Ich sehe da, ehrlich gesagt, gar keinen. Ein. Zieh an. Okay, und Smash, aber der ist durchgehend im Training. Und Ursula, aber der ist durchgehend verstümmelt. Knifey, auch verstümmelt. Aber der ist sonst recht häufig aktiv gewesen. Und hier haben wir eins zerlegt für den Marauder. Also sind theoretisch noch 4 aktive, aber ich kann ja mal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwo noch... Ne. Yo. Jojo, du bist ab sofort ein Assault mit Close Combat, mit Aggression. Ich überlege mir gerade, ob Aggression vielleicht mehr Schaden macht am Ende als Base Damage. Nee. So. Und Rapid Fire. Okay, confirm. Customize. Nickname. Wenn einer von euch gerne sie wäre, diese Work in Progress, ciao, dann bitte hier unter dieses Video schreiben. So, kann ja auch schon mal Ausrüstung verpassen. Du kriegst das tolle neue Spielzeug da. Du kriegst Laufbeine und die beiden Muniarten. Achso, ich sollte das Video vielleicht zu Ende gucken, bevor ihr den Kommentar schreibt. Nur für den Fall, dass sie vorher stirbt. Weil Sergeants haben nicht ganz so viel HP. Ja, so als kleiner Disclaimer noch hinten dran bei der Namensvergabe. So, hast die beiden Rocketeers, gut. Da Möller mit der coolen Frisur, kriegt Titan und kein Plasma Rifle. Nein. Plasma Rifle kriegt Chef. Du kriegst einen Tracker und Scope. Mehr Granaten für dich. Du hast leider nur, ne, immer ein Zweierpack und keinen Dreierpack.
Plasma Sniper. Da brauche ich auch noch ein zweites von. Damit wir halt mit zwei Sniper mit jeweils, ne, guter Bewaffnung losziehen können. So, und du kriegst das tolle Gewehr. Ja, schön. So, noch ein Scope und Targeting-Modul. Dich habe ich irgendwie übersehen. Ja, ein passender Rifle ist über. Ein Star von unten. Backup Medkit klingt nicht schlecht. Jetzt aber, ne? Okay. Mal schauen, ob meine Theorie noch sitzt mit den 20 bis 24. Wir haben Visual on the mission site, setting down. Gehen. We're moving into Argentina next. The threat there seems to be the most pressing. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Go. Copy that, Big Sky. Strike One is clear to engage hostile targets. Watch your backs out there, people. Ja. Wie Riesenroboter das halt tun. Die verschwinden, ne? Okay, da machen wir ein bisschen mehr Unsinn. Kommst du hinten der Granate nicht an, oder? Oh, doch. So, einmal abräumen bitte. No, genau sein Sprung. Bien. Ja. Me están disparando. Du solltest das Schild aktivieren, ja. Kinetic Field, go. Das kombiniert mit Rauchgranaten ist eigentlich eine super Barriere, oder? Kommt denn überhaupt irgendwas noch durch? Also, dich hätte ich gerne da. Leider nicht stabilisierte Zone, ne? Das ist ein bisschen schade. Zweite muss allerdings ein Alien Shot sein. Leider. Sonst wird er zu gefährlich. Ja. Ja, kannst da drauf. Fühlt sich gerade was nicht richtig sein. Das könnte an dem psionischen Feld liegen, aber es gilt irgendwie gar, ne? Ich hab nichts im Hintergrund laufen. Geh mal da in volle Deckung. Also noch zu weit weg. Also, okay. Außerdem, mit ganz viel Glück, laufen die in der nächsten Runde noch weiter hier nach vorne und ich kann dann richtig schöne Rakete reinjagen. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Einer muss noch treffen. 34% mehr als vertretbar. Ja. Weil dooferweise ist bei dem hinteren Trupp mit den Exalt-Leuten auch noch ein Sektor dabei gewesen, der gleich wahrscheinlich einen Schildgenerator spielt. So, alles schön kuscheln jetzt bitte. Schön Interspecies kuscheln hier. Ja, ihr dürft aber ruhig rumgrölen, das ist gar kein Problem. Was? Ja.
cool dazu. Unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Ja, also Schild. Und selbst wenn ich jetzt mit dem Scout vorgehen könnte, um den Sektuin aufzudecken, der Sniper ist umgekippt. Das heißt, ich kann ihn da ganz hinten auch nicht ausschalten. Und so weit kommt keine Rakete. Ja, also wie gesagt, sehr, sehr unschön. Diese Runde aufheben, nächste Runde aufheben. Fragen über Fragen. Hier ist ein... Ja, das ist ein Band. Ach, oh, Overwatch. Ihr macht es mir echt nicht leicht, mit dir das Aliens. Bitte auslösen. Dankeschön. So. Der da sollte schon sterben, ja. Aber ich versuche erstmal hier und dann hinten. Du hast keinen Hit-and-Run, weil du kein Node bist. Genau, du bist kein Max-Level-Char. Unschön. Dann darfst du jetzt einen Umweg gehen. Ich wollte ja zuerst den ertöten. Wahrscheinlich von da aus, weil volle Deckung und flankieren und so weiter. Aber stattdessen darfst du hier springen. Okay. Da einsprinten und die Flankierungsgefahr aufheben. Dafür, dass sie Elite drin sind. So, Rapid Fire auf dich. Ach, 20er Crit, so muss das. Gut, gut, gut. Okay. Also Schildgenerator, wie gesagt, ist ein Problem. Deswegen... Du darfst nicht gut nehmen. Kommst du an die Wand ran? Nein. Du bist nirgendwo ran. Von hier aus? Ja, aber nur so halb. Ich trau dem nicht. Hast du noch 75% auf dem Schild? Das bringt sie jetzt auch nicht so wirklich. Ja, dich aufheben bringt auch nichts, weil sowohl der da als auch er können flankieren. Versuch möglichst viel Schaden anzurichten und nächste Runde können wir eventuell... Nice. Sniper da aufheben. So, du machst ebenfalls maximal Schaden. Und suppress den Bot in der Hoffnung, dass er stehen bleibt. Genau, du. Auch wenn er wahrscheinlich einfach einen Schritt nach da macht und dann ihn flankiert, aber positiv denken. Dich hätte ich gerne. Nirgendwo, du hältst einfach nur. Was noch? So, du kannst noch zweimal schießen. Dann. Njam, 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 njam. Schießt du einmal aufs Schild, nur für den Fall, dass wir es jetzt auch nicht knapp bekommen. Und danach. Das sind zwei. Darfst du auch in Orange gehen. So, und. Also, Sniper sollte nicht ausbluten. Er macht den Fehler, stehen zu bleiben, das ist sehr gut. Dann trifft er nicht.
Jetzt müssen wir unter Situiten Fehler machen, um vorzugehen. Das wäre ideal. Ja, da will der nächste fungieren. Keine gute Idee. Da haben die Jungs schon viel weg. Na, da noch? Der Name Lieutenant Vigil ist sehr gut für Overwatch. Ah. Sprengst jetzt. Nee. Sind schon stärkere Granaten. Und der Wagen brennt. Nicht bei dem Wagen Deckung suchen. Bitte. Und wir müssen den Sniper jetzt aufheben. Keinen Overwatch, kein Overwatch. Okay. Geh nach da hinten. Revive. Und heilen. Ja, er hat keine Deckung, aber er hat eine dicke Rüstung. Sollte ein Jogi sein. Und du machst mal eine Fliege. Genau. Toggle. Nanu. Du darfst dich nicht. Was? Du darfst schießen und du darfst dich nicht bewegen. Was ist hier jetzt komisch? Siehst du den Schildgenerator? Nein. Können wir irgendwie den Schildgenerator sehen oder sichtbar machen? Nicht ohne größere Gefahr. Na, du hast keine Munition mehr. Das ist doof. Ich habe eine gute Idee. Komische Idee, aber gute Idee. Schade. Sehr schade. Und es ist trotzdem nicht schlimm, was ich gemacht habe, denn das könnte sogar echt Schaden verursachen. Sag ich doch. Fast tot. Haken ist nur fast tot und tot ist identisch, weil kein Red Fog an ist. Aber trotzdem war das lustig. Ja, ich komme leider nicht da irgendwie hinten hin. Ich weiß, dass ich von da flankiert werden kann. Also von aus der Richtung hier. Das eigentlich als Norden definierte. Also ihr könnt einen Seitenschritt machen und ihn dann flankieren. Das Risiko gehe ich ein. Vielleicht glaube ich, dass er genug Schaden macht, um zu killen. Dafür springe ich diese verfluchte Wand hin. Ja, und du darfst ihn finishen. Come on. Good. Wen haben wir noch? Du kannst... Ja, wenn du dein Sprint ist, dann kannst du auf jeden Fall den Helden sehen, aber dann haut der dich kaputt. Oh, das nochmal so. Nee, kommt auch nicht an. Ich sag noch, stell dich nicht an den Wagen. Okay, Rally, du musst da den törichten jungen Mann retten. Suppress den Bot.